Willkommen bei Ihrer Gesundheit. Wir teilen Tipps zum Abnehmen und zur natürlichen Heilung. Dieses Mundwasser hilft Zahnstein sehr schnell und einfach zu Hause und ohne Zahnarzt zu entfernen. Wenn Zähneputzen nicht ausreicht, um Plaque und Bakterien zu entfernen, kann man auf Mundwasser zurückgreifen. Es beseitigt Plaque und hält gleichzeitig die Zähne auf. Auch hilft Mundwasser gegen viele ansteckende Infektionen, die sich mit Hilfe von verschmutzter Luft ausbreiten. Die Nutzung von Mundwasser ist daher für die Reinigung der Mundhöhle, das Abwehren von Viren und für einen antiseptischen Rachen wichtig. Diesbezüglich wird eine tägliche Spülung von amerikanischen Ärzten empfohlen. In Geschäften steht Ihnen eine große Auswahl an verschiedenen Mundwasserprodukten zur Verfügung. Allerdings beinhalten diese oftmals chemische Komponenten und Konservierungsstoffe, welche bei einer mehrfachen Verwendung nicht gut für die Gesundheit sind. Wieso also nicht einfach Mundwasser selber zu Hause herstellen? In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie man eine Mundspülung aus drei natürlichen Inhaltsstoffen zubereitet. Durch sie werden Sie nach nur einer Woche der Anwendung wieder hellweiße Zähne bekommen und der Plaque vollständig entfernt worden sein. Zunächst einmal benötigen Sie ein wenig Minze. Geben Sie die Minze mit 100 ml Wasser in einen Mixer und pürieren alles. Minze enthält viele Substanzen, die die Bildung von Bakterien und Plaque in den Zähnen verhindern können. Des Weiteren hält sie die Zähne auf und sorgt für einen frischen Atem für den ganzen Tag. Zudem ist Minze reich an vielen Vitaminen und Mineralstoffen, wie beispielsweise Vitamin A und Vitamin B6, welche helfen, Zahnschmelz und so auch die Zähne zu stärken. Einmal püriert, wird das Wasser durch einen Filter in eine Tasse gegeben und einen Teelöffel Salz hinzugefügt. Anschließend vermengen Sie alles gut. Das Gurgeln mit Salzwasser hilft Säuren zu neutralisieren und dient gleichzeitig dazu, schädliche Bakterien abzutöten. Insbesondere kann Minze laut verschiedenen Studien aus aller Welt die Möglichkeit einer Infektion der oberen Atemwege um 40% verringern. Zum Schluss wird noch ein Teelöffel Backpulver hinzugefügt und gut umgerührt. Das Gurgeln mit Backpulver ist eine Möglichkeit, sich effektiv um die Mundgesundheit zu kümmern und diese zu schützen. Natriumbicarbonat eliminiert schädliche Bakterien, die zu gefährlichen Krankheiten wie beispielsweise Löchern oder Gingivitis führen können. Darüber hinaus ist der Atem angenehm und mit Hilfe der Wirkstoffe des Backpulvers werden Zahnstein und gelber Plaque entfernt und die Zähne weißer. Die Mundspülung ist nun fertig zubereitet. Diese verwenden Sie, nachdem Sie Ihre Zähne geputzt haben. Spülen Sie Ihren Mund für etwa 2 Minuten mit etwas Mundwasser aus. Es wird Plaque und Bakterien von Ihren Zähnen vollständig beseitigen. Dies ist eine Lösung, die ausschließlich natürliche Inhaltsstoffe beinhaltet. Sie können sich sicher sein, das Mundwasser für eine lange Zeit verwenden zu können, ohne Ihrer Gesundheit zu schaden. Durch die konsequente Verwendung dieser Methode erhalten Sie helle weiße Zähne und frischen Atem in nur 7 Tagen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich dieses Video anzusehen. Wenn Sie diese Methode nützlich finden, teilen Sie doch dieses Video mit Ihren Freunden. Darüber hinaus können Sie diesen Kanal auch abonnieren, um die neuesten Home Health Formeln zu erhalten. Wenn Sie Fragen zu dieser Methode haben, hinterlassen Sie diese in den Kommentaren und wir werden diese so schnell wie möglich beantworten. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und Gesundheit. Bis bald!